Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Ihr seht es, ich habe etwas Neues und zwar ist das ein Lautsprecher von Cambridge Audio. Das ist der Yo-Yo L, also L. Lustige Geschichte, denn die Jungs und Mädels von Cambridge Audio haben, glaube ich, vor etlichen Monaten schon mal bei mir angefragt, ob ich nicht die Yo-Yo M's testen möchte. Und ich finde, nebenbei bemerkt, ich finde Yo-Yo einen perfekten Namen für einen Lautsprecher. Also vielleicht für einen Hip-Hop-Lautsprecher. Cambridge Audio hat mir jetzt noch nichts gesagt. Ich weiß, der ein oder andere Hi-Fi-Profi schlägt jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Aber an der Seite steht es Great British Sound. Also, britische Firma und auf jeden Fall, um die Geschichte zu Ende zu machen, bevor ich das Ding jetzt hier auspacke. Also, vor Monaten angefragt, ob ich nicht den Yo-Yo oder die Yo-Yo M's testen möchte. Und irgendwann kam dann so eine Nachfrage, du Faultier, wann machst du denn was zu den M's? Und ich habe gesagt, Leute, hätte ich gerne was zu gemacht, aber ihr habt mir die M's nie geschickt. Dann ist ihnen das aufgefallen und dann meinten sie, ja, weißt du was, wir bringen gerade den L raus und dann schicken wir dir den L. So, und der L ist, die M's waren zwei Stereo-Dinger und der M ist jetzt die, was soll man sagen, eierlegende, schwere Wollmilchsau. Das ist halt ein Lautsprecher und der soll mit mehreren Anschlussmöglichkeiten punkten, beziehungsweise Verbindungsmöglichkeiten. Das hätte ich vielleicht mal zeigen können, denn das ist das Besondere. Google's Chromecast ist eingebaut, Spotify Connect, beziehungsweise alle Spotify Connect und Google Chromecast, beziehungsweise Chromecast, ihr wisst, die Streaming-Möglichkeit, das darüber. Apples AirPlay gibt es nicht, bevor hier jemand fragt. Auch gibt es hier keine Mikrofone eingebaut, sodass ich das hier mit Amazon, Google oder wem auch immer nutzen kann. Dafür gibt es wieder die anderen Verbindungsmöglichkeiten. WLAN hat das Ding, das hat NFC. Ich habe hier auch Bluetooth. Ich habe hier sogar HDMI, um es an. Und ich glaube auch optisch, um es an den Fernseher anzuschließen, um das Ding dann, was sollen wir sagen, nicht nur als Musiklautsprecher, sondern vielleicht noch als kleine Soundbar zu nutzen. Da bin ich doch mal gespannt. Das ist hier also einmal wieder so ein komplettes, ich will nicht sagen eierlegende, vielleicht doch, also nicht eierlegende Wollmilchsau, ohne es jetzt getestet zu haben, aber ich meine so ein Teil, was jede Menge Anschlussmöglichkeiten bietet. Egal, mit was für einem Gerät man kommt, beziehungsweise egal, in was für einem Gerätehaushalt man lebt, muss man ja eigentlich sagen. Also, wo dann auch die iPhone-Nutzer oder die iPads mit den Android-Geräten den gemeinsamen Lautsprecher bedienen können. So, ach, da erwartet uns auch schon direkt der Hinweis, das Ding auch an den Fernseher anschließen zu können. Da haben wir es. Optisches Kabel, HDMI oder auch ganz normales Audio-Klinkenmodul. LED oben wird erklärt, Bluetooth an, aus, optisch in, ARC, WLAN. Okay, da kommt... Eieiei, also, da kommt gerade so ein Geruch raus. Ich will nicht sagen verkohltes Elektro, aber so ein bisschen, huiuiui, das ist definitiv ein intensiver elektronischer Geruch. Huiuiui, wobei, lasst mal ganz kurz, boah, nee, das hier ist dieses Pub-Inlay. Boah, also, sage ich nicht oft, aber das wäre, wer so ein Ding mal testet, beziehungsweise zu Hause auspackt, vielleicht auf dem Balkon, im Garten oder zumindest bei geöffnetem Fenster. Huiuiuiuiui. Da kommen aber Ausdünstungen raus. So, gucken wir mal, was wir sonst noch in der Box hier haben. Einmal das komplette Verpackungszeug und der Rest an der Seite ist leer. Da sind also keine Kabel mehr drin. Pui, also, wer jetzt meint, ich stelle mich hier geruchlich an. Nein, wir haben das ja ziemlich oft auch bei einigen China-Unboxings, aber... Huiuiui, da sollten sie es vielleicht mal Lüftungsschlitze einbauen oder einen Duftbaum oder sowas. Huiuiui. So, wie kriegen wir jetzt die Zubehörbox auf? Aha, einmal an der Seite. Und dann gibt es, wir haben eine kleine Fernbedienung. Die ist leicht, da fehlen noch Batterien. Hier ist nichts drin. Dann einmal Handbuch. Gucken wir mal rein, was uns da erwartet. Auf jeden Fall, abgesehen vom Geruch, nett aufgemachte Verpackung. Puh. Da kommt auch noch die Spotify, How to use Spotify Connect Anleitung, separat, das einzig bunte, was ich bisher sehe, das Kleingedruckte und in mehreren Sprachen, Englisch, Deutsch, Französisch, tausendmal das Gleiche in unterschiedlichsten Sprachen. Die Kurzanleitung, wie man das Ding, wie die Fernbedienung ist, wo die Anschlüsse auf der Unterseite sind,
wie man Fernbedienung anlernen kann. Und, ach guck mal, das Diagramm für die LEDs. So, aber zum Anschließen, da steht nur Anschließen zum, ach guck mal da, einfach dann dem an den Strom anschließen und dann per, ja, ich denke mal, es wird wieder, die normale Einrichtung über Google Cast oder über Chromecast dann nutzen. Gucken mal, was wir sonst noch an Zubehör haben. Mir fehlt bisher noch ein Stromstecker. Ne? Auf der Seite kommt nichts. Guck mal hier, da wir hätte man eigentlich was einbauen können, ist aber nichts. Wechseln wir rüber zur anderen Seite. Und da ist auch nichts. Was ist denn das für eine Verpackung? Das ist ja seltsam. Wer hat sich denn das ausgedacht an Verpackung? Guck mal, also das ist jetzt, also mit so einem in Anführungszeichen interessanten Unboxing, hätte ich jetzt bei einem Lautsprecher gar nicht gedacht. Ach, guck mal hier. Nicht nur die Anleitung in 1000 Sprachen. Nein, auch ein buntes Kabel und, ach nee, doch, guck mal hier. 1, 2 und UK haben wir auch. Also, wir haben den Ami-Stecker, wir haben den UK-Stecker und wir haben unseren Europa-Stecker. Alles die ganz normalen Zwei-Pol-Dinger. Hat den Vorteil, A, sind sie austauschbar, sollte man mal was am Kabel sein, mal mit dem Rasenmäher rübergefahren sein. Kann man ja bequem austauschen und vor allem für 1, 2, 3 Euro kriegt man ja so ein Kabel dann als Verlängerung. Sehr schön. Dann, wir haben ein optisches Kabel dabei, wir haben ein HDMI-Kabel dabei, wir haben sogar ein Klinkenkabel dabei und wir haben die Batterien Triple R's für die Fernbedienung. Sehr, sehr, sehr schön. So, doch, schönes Anbau. Also muss ich sagen, das hat mir jetzt gerade doch nochmal nette Überraschung. Ja, kommen wir jetzt zum eigentlichen Lautsprecher. Den gibt es in zwei Farben. Grau-Grau oder Schwarz-Grau. Das hier ist Grau-Grau mit Stoff überzogen. Obendrauf, oh, ja, 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 ist der schwer. NFC-Logo, dieses Cambridge-Logo. Wir haben mehrere Tasten, 1, 2, 3, wahrscheinlich für die Wahlmodi oder für Ein- und Output. Ne, wobei, das dürfte ein Wahl... Ich weiß es noch nicht, bin mal gespannt. Bluetooth-Anzeige... eine Pfeilanzeige, drei LEDs, eine Lauter- und Leise-Taste, An- und Aus-Taste. Ah, das hier ist das Einzige. Ach, guck mal, das sind gar keine Tasten. Das sind nur die LED-Anzeige-Dinger. An- und Aus ist das Einzige mit einer leichten Einkerbung, wo ich dann auch sage, da ist eine Taste, da kann man auch wirklich was drücken. Alles andere dann nur als Anzeige. So, auf der Vorderseite, was auch immer du bist, wobei Infrarot-Fernbedienung als Infrarotsensor, nee. Wieder das Great British Sound Logo eingestickt. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, also diesen Stoff von den Linien, der ist nicht einheitlich. Also oben, da sind die Linien gerade und hier unten geht es ein bisschen runter. Naja, bin ich ja mal ein bisschen gespannt. Auf der Rückseite dann auch nochmal, gewebt in Yorkshire bei Martin Mills. Ja gut, das ist ja einfach der Stoffüberzug. Vielleicht war das mal ein britischer Anzug. Auf der Unterseite, ach guck mal, Nummer 1 ein Schraubgewinde. Wobei das Ding dann doch schon seine, keine Ahnung, 3, 4 Kilo wiegt. Und dann haben wir einmal noch die ganzen Anschlüsse. Stromanschluss, USB-Anschluss, optischer Anschluss, HDMI-Anschluss und Klinke. Das Einzige, was mir jetzt hier persönlich fehlt, ist, wenn ich das Ding halt nicht mit dem WLAN, also kabellos nutzen möchte, zusätzlich zum Stromkabel, Netzwerkanschluss, also ein Ethernet-Port haben wir hier nicht. So, und jetzt war es das eigentlich. Also schönes, das hat mir gefallen. Also ich habe mich jetzt auch so langsam an den Geruch gewöhnt. Und jetzt beginnt natürlich die Testreihe. Ich werde mich, denke ich mal, auf drei Sachen ganz speziell stürzen. Natürlich, der Klang brauche ich nicht zu erwähnen. Aber wie ist das mit den ganzen Anschlüssen, also beziehungsweise Verbindungsmöglichkeiten? Wie sauber funktioniert das Ganze? Und dann dieses Mal noch einen zusätzlichen dritten Teil für wie klingt die Kiste am Fernseher? Taugt das was am Fernseher? Ist das überhaupt was für ein Fernseher? Und bin mal gespannt, ob wie das denn... Ich meine, ansonsten kennen wir vom Fernseher Soundbars. Ne? Und das ist jetzt aber einfach ein Soundquadrat. Mal gucken. Das soll es aber gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.